Eines Tages überraschte mich Faisal mit der Frage, ob ich nicht während meines Aufenthaltes im Lager arabische Kleidung tragen wollte, so wie er. Ich würde es selbst angenehm finden, denn da ich wohl oder übel hier als Araber leben müsste, wäre diese Kleidung am geeignetsten. Außerdem würden dann die Stämme wissen, wie sie sich mir gegenüber zu verhalten hätten. Die einzigen in Khaki gekleideten, mit denen sie zu tun gehabt hätten, wären türkische Offiziere gewesen, gegen die sie eine instinktive Abwehrstellung eingenommen hätten. Trüge ich aber Mekka-Kleidung, so würden sie sich zu mir stellen, als wäre ich wirklich einer der Führer, und ich könnte in Faisals Zelt ein- und ausgehen, ohne Aufsehen zu erregen und ohne dass er Neuankommende jedes Mal wieder über mein Aussehen zu beruhigen brauchte. Ich stimmte sofort hocherfreut zu, denn die Uniform war unerträglich beim Kamelreiten und beim Herumhocken auf dem Boden. Und die arabische Tracht, mit der umzugehen ich vor dem Kriege gelernt hatte, war in der Wüste das einzig Richtige und auch hygienisch Beste. Auch Hedjris war entzückt und schwelgte förmlich darin, mich mit prächtigen, weißseidenen und golddurchwirkten Hochzeitsgewändern auszustatten, die Faisal vor kurzem, war es wohl ein Wink, von seiner Großtante in Mekka erhalten hatte. In dieser mir neuen, lockeren Kleidung machte ich einen Gang rings um die Palmgärten von Mubarak und Bruka, um mich an das Gefühl zu gewöhnen. Die sieben Säulen der Weisheit von T. E. Lawrence.